Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es um Glaubenssätze. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch nicht wissen, was das wirklich heißt, was das bedeutet. Aber viele von euch kennen den Ausspruch, der Glaube versetzt Berge. Und im Grunde ist das genau der Kern davon. Und ich möchte euch heute das so ein bisschen näher bringen, auf einfache Art und Weise, was sind Glaubenssätze und wie kann ich negative Glaubenssätze, die mir eigentlich nicht dienlich sind, umwandeln oder loslassen. Glaubenssätze, das ist das, was du glaubst, beziehungsweise was andere dir gesagt haben, was du glauben sollst. Da ist zum Beispiel ein gutes Beispiel Geld. Das, was wir in unserer Kindheit über Geld gelernt haben oder viel gehört haben, das glauben wir. Zum Beispiel, dass man für Geld hart arbeiten muss, dass reiche Menschen schlechte Menschen sind, dass Geld nicht auf Bäumen wächst, dass es schwer ist, Geld zu bekommen oder dass, wenn Geld da ist, es sofort wieder weg ist. Irgendwie solche Sachen. Das haben wir erlebt in unserer Kindheit. Das wurde uns da oft erzählt. Also glauben wir das? Logischerweise. Das sind Glaubenssätze. Das können aber auch Erfahrungen sein, die du gemacht hast. Zum Beispiel, wenn die Beziehung deiner Eltern nicht funktioniert hat, schlecht war, wenn die geschieden wurde. Wenn du schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht hast, dann hast du vielleicht den Glaubenssatz, dass du nicht beziehungsfähig bist. Oder dass Beziehungen nicht lange anhalten können, dass Beziehungen nicht funktionieren. Und das, was du glaubst, dein Glaube, deine Glaubenssätze gestalten deine Wirklichkeit. Das, was du hier Tag für Tag denkst, glaubst, was du als wahr empfindest, das gestaltet natürlich deine Wirklichkeit, weil es beeinflusst, wie du handelst, wie du dich verhältst, wie du Entscheidungen triffst. Positive Glaubenssätze sollte man stärken, logisch. Negative Glaubenssätze sollte man loslassen und eventuell gegen positive ersetzen. Wenn wir jetzt das Thema Geld nochmal nehmen, wenn du einen negativen Glaubenssatz über Geld hast, lass den noch los und ersetze ihn gegen einen positiven Glaubenssatz. Und diese Glaubenssätze, das sind deine unterbewussten Lebensregeln. Also das ist nichts, womit wir aktiv arbeiten, das ist unser Unterbewusstsein fest verankert, diese Glaubenssätze. Und die beeinflussen, wie du dich entscheidest, wie du dich fühlst. Und das ist unglaublich interessant. Und die bestimmen einfach dein alltägliches Leben. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns unsere Glaubenssätze mal bewusst machen. Mal schauen, sind die positiv, sind die negativ, brauche ich die, will ich die? Die meisten Menschen kennen ihre Glaubenssätze nämlich gar nicht. Kannte ich auch nicht, bevor ich mich dann mal damit auseinandergesetzt habe. Ich habe mir ein Thema genommen, Geld zum Beispiel war so ein Thema, und habe geguckt, okay, was glaube ich denn über Geld? Oder was wurde mir denn in meiner Kindheit viel über Geld erzählt? Und das habe ich mir mal so aufgeschrieben. Und dann habe ich geguckt, ist das wirklich wahr? Also sind reiche Menschen schlechte Menschen? Nein. Muss man für Geld hart arbeiten? Nicht unbedingt. Also waren viele meiner Glaubenssätze über Geld einfach nicht wahr. Und dann war auch die Frage, möchte ich das glauben? Also möchte ich glauben, dass es schwer ist, Geld zu erhalten? Nein, das möchte ich eigentlich nicht glauben. Ich möchte eigentlich glauben, dass es einfach ist, Geld zu bekommen. Und dass ich Geld erhalte, indem ich das tue, was mir Spaß macht und ich nicht hart dafür arbeiten muss. Also habe ich diese Glaubenssätze ersetzt durch etwas, was mir dienlicher ist, was ich auch schöner fand. Und das funktioniert, weil es mein Denken beeinflusst und weil es meine Handlung beeinflusst, weil es mir Ideen bringt, einfach an Geld zu kommen und mich nicht darin einschränkt, dass es ja unglaublich schwer ist, Geld zu bekommen. Es ist auch eine ganz interessante Sache, wenn man Negatives erwartet. Also wenn man erwartet, dass das schief geht, dass das wieder nicht funktioniert, dass diese Beziehung wieder in die Brüche geht, dann stecken meistens wirklich negative Glaubenssätze dahinter. Also beobachtet das mal. Ihr kennt das bestimmt, wenn man von vornherein etwas Negatives erwartet. Und wenn man sich jetzt dieser negativen Glaubenssätze bewusst geworden ist, also wenn ihr euch wirklich mal hinsetzt, euch ein Thema nehmt, was gerade vielleicht interessant in eurem Leben ist und mal schaut, was ihr da denkt und dann mal rausfiltert, okay, ist dieser Glaubenssatz wirklich wahr und möchte ich das glauben? Und wenn ihr da sagt, nö, ich möchte den so nicht mehr, dann erschafft ihr euch neue Glaubenssätze. Könnt ihr ganz einfach googeln, gebt das Thema Geld und Glaubenssätze, positive Glaubenssätze ein, da wird euch aufgelistet, was man Positives über Geld verankern kann, damit es einfacher läuft.
Und wie arbeitet ihr dann mit diesen neuen Glaubenssätzen, die ihr euch erstellt habt? Zum einen durch Affirmationen. Auch da Google, Geld, Affirmation und ihr werdet ganz viele Affirmationen bekommen. Und da sucht ihr euch einfach die passenden für euch raus, schreibt ihr euch auf, hängt die irgendwo hin und lest die täglich. Lest euch das täglich durch, lest euch täglich diese Affirmation durch, sprecht die auch gerne laut aus, wenn ihr mögt. Visualisierung ist auch so eine gute Sache, dass man sich diesen neuen Glaubenssatz einfach visualisiert. Wie sieht der aus zum Beispiel? Und indem man das auch täglich aufschreibt. Was ihr jetzt an neuen Glaubenssätzen verankern wollt, schreibt das doch einfach täglich auf, um das in euer Gehirn zu bekommen. Weil diese alten Glaubenssätze, das hat Jahre gedauert, die aufzubauen und die in eurem Geist zu verankern. Und um das jetzt zu beschleunigen, müssen wir einfach mehr mit diesen Glaubenssätzen arbeiten, die einfach täglich wieder aufrufen mehrmals, damit die präsenter werden. Zum Thema Affirmation und Visualisierung wird es im Laufe des Monats noch ein Video geben. Da erkläre ich euch nochmal genauer, wie das funktioniert. Da könnt ihr dann nochmal dazu schalten. Aber überlegt doch jetzt erstmal, okay, welche Glaubenssätze habt ihr? Sind die positiv, sind die negativ? Wollt ihr die haben, wollt ihr die nicht haben? Sind die überhaupt wahr? Und durch was wollt ihr sie eventuell ersetzen? Schreibt mir dazu super gerne Kommentare. Schreibt mir super gerne, wo ihr denkt, das ist ein negativer Glaubenssatz und den möchtet ihr gerne loslassen. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr gerade nicht so weit wisst, wie ihr das umformulieren sollt, wie ihr daraus einen positiven Glaubenssatz machen sollt, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.